Wenn mein Auto so aussieht, heißt das, es geht wieder auf längere Tour. Diesmal waren 2 Tage geplant. Sämtliches Tekel hatte ich dabei für UL, Hosenangeln, auf Grund. Ich bin nachts losgefahren und habe mir dann auch morgens um 3 Uhr erstmal eine schöne Bockwurst gegönnt. Muss ja auch mal sein. Erste Teichanlage, die ich besucht habe, war beim Lasse in Burgdorf. Da habe ich mich schon das ganze Jahr drauf gefreut, endlich mal einen Termin gefunden zu haben. Die Anlage liegt in der Nähe von Hannover. Ist ein schöner See, zweigeteilt mit einer Halbinsel in der Mitte. Beim Einlass konnte man schon sehen, dass die Nachtangler sich vorne vor der Hütte platziert haben. Ich bin links rum. Auf der linken Seite direkt den ersten Platz habe ich mir dann quasi ausgesucht, Kamera aufgebaut und dann konnte es gleich losgehen. Die passive Route habe ich mir links hingelegt am Angelplatz Richtung Helter, auftreiben ca. 2,5 Meter. Ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass der See ein bisschen tiefer ist und ich mit meinen 2,5 Metern nicht dahin komme, wo ich hin will. Hab dann mal eins von 3,5 Meter dran gemacht. Den aktiven Start machte ich mit der Spoon-Route. Da kam auch schon der Lasse auf seiner morgendlichen Kassierrunde um den See vorbei. Moin. Moin. So. Ich hab schon einen guten Klick. Oh, guck an, danke. Noch nichts gefangen und bezahlt und schon einen Routenhalter geschenkt bekommen. Was bekommst du? Hast du die vom Grund ausfallen? Vom Grund, ja. Wie weit? 3,5 Meter. Mach ich 4. Mach ich ein bisschen länger. Vor Helter? 4,5. Nee. Einfach mitten rein hier vorne. Hier gerade aus Richtung, wo du hinten sitzt? Wo diese Blasen oben sind, ne? Diese Schaumblasen da sind. Okay. Und dann so mindestens 4 Meter würde ich machen. Ja, dann geh ich schon. Dann mach ich mit 5er, kann ich mir noch einstellen mit dem Bleichen. Ja, also weil das ist da schon tief und die stehen ziemlich flach, ne? Okay. So, Name war? Willi Bauholz. Hier ist noch ganz guter Platz, weil die Schatten ist nachher. Das ist ganz gut. So, guten Platz erwischt. Ich hoffe. Ja, das ist eigentlich wurscht. Heute ist Entspannung, ich habe Urlaub. Ist Schatten, ist immer ganz gut. Beim Schatten hast du mal. Ah, heute ja, wird es doch noch klar, ne? Ja, deswegen ist die Sonne. Hier ist nachher Schatten. Ich ziehe mich meist hier im Schatten rein. Hier in der Ecke war schon ein bisschen Betrieb eben. Hier sind immer, das ist die Windecke. Hier schönst du hier im Winter. Stehen die ganzen großen Freunde hier in diesem flachen Berg. Eine habe ich schon gesehen, eine große eben. Ja. Die zog hier schon rum. Die hat, immer rein in die Ecke. Die hat morgen schon da, weiß ich, Köderfische gejagt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Gab einen guten Schlag eben. Ja. Ja, da muss der Fisch. Da auf Grund hin, genau da. Muss wohl wahrscheinlich ein bisschen höher, hast du recht. Auf jeden Fall mindestens 4 Meter. Ja, machen wir das mal schnell. Mindestens. Sicher ist sicher. Bei so Tipps sollte man immer auf den Betreiber hören, er kennt seine Anlage am besten, sieht jeden Tag, wo die Fische beißen, daher schnell umgebaut, Grundmontage rausgefeuert mit ungefähr 4,5 Metern, das sollte Fisch bringen. Die Rutenhalter gehen auch relativ gut in den Boden beim Lasse, ist ein sandiger Boden. Vorne habe ich einen elektronischen Bissanzeiger dran. Jetzt muss ich gerade nochmal die Schnur ein bisschen nachspannen, weil sie doch zu weit bei der Seetiefe durchgesackt ist. Und ich habe es eigentlich immer ein bisschen lieber auf Spannung abgelegt. Und dann noch zusätzlich einen kleinen Bissanzeigerring rein. Das sollte reichen. Da in den Morgenstunden UL nicht viel gebracht hat mit Gummi und Spoon, habe ich dann auf die Schlepproute gewechselt. 15 Gramm schwimmender Spiro drauf, Dreifachwirbel, 2,5-3 Meter Vorfach circa. Nach den ersten 10-15 Würfen konnte ich schnell merken, dass die Fische nicht ganz flach standen, eher so auf einem halben Meter circa. Aus dem Grund habe ich dann von einem Schrotblei auf 2 gewechselt. Hab die dann so eingestellt beim langsamen Schleppen, dass ich wirklich so auf einem halben Meter
den Köder führen konnte. In der folgenden halben Stunde wurden dann im Bereich des Helters Forellen auf der Pilotkugelmontage gefangen, auch nicht allzu flach eingestellt, so einen halben Meter bis 70 cm konnte ich bei den Mitanglern sehen. Somit habe ich dann die Bleichrute wieder runter gemacht vom Vorfach, habe mir dann einen Pilot drauf gemacht. Hier versuche ich jetzt gerade die Gummis über den Haken aufs Vorfach zu ziehen, weil ich keine Lust hatte, wieder abzumontieren. Geht auch, muss man halt ein bisschen fummeln, aber es funktioniert eigentlich recht gut. Pilot eingesteckt, Tiefe eingestellt, nachher zwei Bienenmaden drauf und das Ganze dann vor den Helter geballert. Nach einer guten Stunde ohne großen Kontakt auf Grund habe ich dann nochmal neu angeködert. In der Verwendung zwei Bienenmaden mit ein bisschen Pfirsich, Powerbait, habe ich dann wieder Richtung Helter, ungefähr in Seemitte, den Köder neu ausgelegt. Bei Würfen, die etwas weiter gehen, wie 20-30 Meter, ziehe ich die Bienenmaden auch nicht nur am Kopf ein, sondern ein bisschen weiter in die Mitte. Somit kann man dann beim ordentlichen Durchziehen des Biros sicher gehen, dass die Bienenmaden nicht vom Haken rutschen. Den Teig mache ich erst als Kugel drauf, schiebe ihn dann bis zu den Bienenmaden runter und er wird dann zwischen den Händen spitz zulaufend zur Schnur verformt. Hat den Vorteil, dass man halt wirklich bei weiten Würfen eine relativ gute Flugbahn hat. Er verdreht sich nicht auf der Schnur so schnell, dass man dann nachher Tüttel hat beim Werfen. Wichtig ist halt auch, dass man gerade bei langen Vorfächern, bevor der Köder oder das Biro eintaucht, das Ganze nochmal streckt, abbremst, gerade mit dem Finger in die Schnur greifen. So kann sich alles schön strecken und hat weniger Tüttel. Passiert trotzdem ab und zu noch, da sind auch die Profis von nicht befreit. Trotzdem ist es die beste Möglichkeit, um halt die Vorfächer schön gestreckt und gerade auf dem Wasser abzulegen. Zur Grundangelei verwende ich auch immer eine Freilaufrolle. Die Frage ist, manchmal mache ich den Freilauf nur auf, manchmal mache ich auch, wenn sie ganz, ganz spitz beißen und vorsichtig, auch komplett die Rolle auf, beziehungsweise den Bügel. Leg dann nur vielleicht ein kleines Steinchen auf die Schnur. Wenn sie ganz minimal und zaghaft beißen, ist das manchmal die beste Alternative, bevor die Forelle dann den Druck des wirklich ganz fein eingestellten Freilaufs trotzdem spüren sollte. Die Montage war gerade abgelegt, ich habe dann mit der Schlepprute ein bisschen beigeholt, geschleppt und konnte dann relativ schnell sehen, dass die frisch abgelegte Rute nach 30 Sekunden abgezogen ist. Die Forelle kam jetzt in dem Fall auf mich zugeschwommen, dann ist es eine ganz andere Bisserkennung, als wenn sie jetzt wegzieht und auch ordentlich Schnur nimmt. In dem Fall nehme ich immer die Schnur in die Hand, fühle, gucke und wenn ich dann merke, sie zieht, bekommt sie den Anhieb gesetzt. Was ich oft beobachten kann, ist bei Mitanglern, die dann auch auf Grund angeln und dann eventuell zu viel Schnur im Wasser haben und dann anschlagen, Vorsicht, sind die Fische oftmals weg. Hier drunter. Darum erstmal, wie gesagt, Kontakt aufnehmen, Schnur beiholen. Wenn er dann merkt, dass der Schnurverlauf gerade ist zum Fisch, dann erst anhauen. Sonst kann es schnell sein, dass er Fehlbisse bekommt. Die schönsten Grundbisse sind immer noch, wenn der Fisch wirklich abzieht mit richtig Dampf, der Bissanzeiger schreit oder unten drunter her. Der Affenkletterer aus der Halterung fliegt. Das sind natürlich die Hammerbisse. Das sind leider im Winter nicht oftmals so, eher im Sommer. Ich
muss schon sagen, also die Fische beim Lasse haben echt ordentlich Dampf gehabt. Die war jetzt ungefähr ein Kilo hatte die an Größe, aber was die gezogen hat, musst du schon sagen, echt Top-Qualität. Ja, so, ich zieh mal drüber, alles klar, müsste frei sein. Der Hotspot an dem See war natürlich ziemlich in der Mitte, wie der Lasse sagte, an der Schattenkante. Da haben die Kollegen links neben mir auch ihre Routen ausgelegt. Und bei einem Biss kann natürlich der Fisch bei einem oder bei anderen schon mal reinschwimmen. Hier haben wir es 1A gelöst, der Fisch ist drunter hergeschwommen, er konnte seine Montage drüber heben und alles war gut. Alles im Blick. Nicht, dass du gleich im Wasser liegen durfst. Nee, Bügel ist offen. Bügel und Freilauf, alles gut. Aber auf Schleppen geht noch nicht viel, ne? Nö, ich habe jetzt bestimmt, ja, weiß ich nicht, halbe, dreiviertel Stunde kein Biss auf Schleppen. Aufs Boden geht auch noch nichts. Ja. Meistens, ja, die gefangen werden alle Pilotkugeln, ne? Ich habe jetzt Pilotkugel und eine auf Grundauftreiben. Ja. Aber weder noch. Also normalerweise, so, ich meine, ich war jetzt auch schon bestimmt, war ich das letzte Mal hier im Mai oder so, im Juni. Juni, ne? Juni. Also da ging es nach dem Besatz eigentlich direkt hat, ab. Hat der Kumpel mir auch gesagt, dachte, wenn die besetzen, musst du aufpassen, die erste halbe Stunde rappelt so das wie bescheuert. Genau. Wenn die Fische aber drin sind, fangen die direkt an zu beißen. Du hast ja gesehen, also vereinzelt, ja, ein, zwei Stück und ja, da ist eigentlich nicht passiert. Noch nichts Weltbewegendes und nee, vielleicht 7-8 Fische jetzt raus. Ja, wie gesagt, normalerweise sitzen wir jetzt genau hier gegenüber. Wo der weiße Wagen steht hinten. Genau, normalerweise sitzen wir da immer. Wir wollten heute Morgen da vorne auf die Plätze, weißt du, wo die beiden da. Ja, da wollte ich eigentlich auch hin. Ne, ich wollte da hin, ich wollte eigentlich da hinten rüber. Nee, wo die beiden stehen wollten. Und dann kannst du da schön am Helte vorbei, ne? Genau, und dann haben wir gesehen, ja geil. Ja, die Nachtangler, ne? Zack, die Routenhalter drin über Nacht. So kannst du schön weitergehen, ne? So ist es. Und dann sind wir auf den eher unbeliebten Platz hier hinten gegangen. Also wir waren schon mal hier einmal, aber da hatten wir jeder zwei, drei Stück oder sowas, ne? Ja, genau, ja gut. Jetzt springen sie auch in der Ecke, ne? Sind auch zwei, drei jetzt gesprungen. Aber, ja, einerseits besser so ein bisschen verteilt, wenn sie beißen, die dann morgens eine halbe Stunde, dann kannst du wieder nach Hause fahren, ne? Ja, aber doof ist auch, wenn um 12 immer noch nichts ist. Nee, wenn um 12 immer noch nichts ist, dann ist es blöd. Ja. Ja. Kann durchaus alles passieren. Er hat ja auch geschrieben gehabt, die letzten Tage waren immer schwierig. Ja, hinten, der eine hat jetzt 3 hinten am Strand, wie er da hinten heißt, aber tiefer eingestellt, so 70 cm mit Bienenmaat ungefähr. Das habe ich noch nie gehabt, dass nach dem Besatz nichts ging, noch nie hier. Immer zum Behälter geworfen, 3 Minuten später war der Fisch dran. Echt kurios. Ein Zugrad, bloß nach dem Besatz, das war einfach Grund. Aufgrund, ja. Einen Aufgrund habe ich schon. Aufgrund hast du eigentlich schon? Ja. Ich habe länger gemacht, wie gesagt, fast 5 Meter jetzt. 4,5-5 Meter, ja, und dann aber ein Stückchen links vom Halter. Ja, so weit brauchst du gar nicht. Also da, wo jetzt der Schatten ist, da musst du hinwerfen. Schattenkante. Ja. Zeig dir mal wohin.
Komm mal her. Ja, Kilo. Die sind ordentlich, ja. Die machen Laune. Die Ich muss Teig dran machen. Sapp. Ja, kommt aber hin. 400 Meter sind das bestimmt. Müssten eigentlich 400 Meter sein. 4,5, ja. Na, manche. So, pass auf, machen wir das so. Mach mal die blöden Bienenmann weg. Dann passt sie. Hast du Stirpogel, hast du nicht zu bringen? Doch. Ja, ich muss nur. Mal gucken, wo ich es hingepackt habe. Wahrscheinlich alles dabei. Das ist noch nicht so groß laut. Ich habe die eigentlich Marshmallow. Ich kann auch davon was nehmen. Normalerweise habe ich die hier drin. Ja, wir waren letzte Woche in Dänemark, daher bin ich ein bisschen gerupft, was das Material betrifft. Wir haben immer ein Arils Häuschen, fahren nach Riebe dann. Und Arriba ist schon geil, mittlerweile wieder. Ja. Wieder, muss man sagen. Ich bin schon seit 20 Jahren da. Also ich bin mit Knut, seitdem er das hat, auch gute Freunde, er war schon mit zu mir zum Essen, mit zum Schlafen zu Hause, alles. Also, guter Freund von mir. Hat er mich immer. Schlaf immer da. Ja. Sieht gut aus. Ja, da musst du hin. Ja. Der macht das schon richtig gut jetzt. Die, die Hütten sind richtig geil, die der hat, ne? Also. Sauber. Fischangeladen von drin, als Fische überall einfrieren. Super, super Fischer da auch, von der Qualität her, einwandfrei. Auch viele große Fische immer dabei, ne? Und ja, wo du mal im Dings warst mit Jesper, auf der linken Seite in der Kurve hinten, ja, ne? Da haben wir auch gestanden, da waren Schwärme, Fische, das kann sich keiner vorstellen. Aber so zickig, ne? Die haben den Gummi kurz genommen, ausgespuckt. Ja, deswegen, Gummi kannst du da komplett... Da hab ich mit Teig probiert, ne? Aber genau das Gleiche. Da musst du entweder direkt anhauen... Beim Teig, beim grauen Teig, musst du grauen grauen Teig stecken, das ist einfach. Da musst du direkt anschlagen. Der Teig, der muss angearbeitet werden und in dem Moment muss anschlagen. Ja, ich habe Marken schon immer in der Schaufel quasi rausgelassen, dass du dann direkt anhauen konntest. So, aber die waren. Aber Gummi und Spoon mit dem Geist gefangen. Wir haben nur Fische gerissen. Spoon ging gar nicht. Ja, das ist, also was da gerissen werden, Fische mittlerweile in der Mark, ist ja Katastrophe. Weißt du, wo der 12-Kilo-Biest stand? Hinten, wenn du rumgehst, wo das Schilf ist. Im Flachen, in diesem Sandflachen. Ja. Da stand die, da sind nicht viel, das war vielleicht so hoch. Ne? Da hat die so viel unterm Bauch gehabt und so viel stand sie oben raus. Ja, die fressen ja nicht. Nein, keine Chance. Da hättest du auch mal Pilotkugel angeln können. Zu warm gewesen, ne? Ach, viel zu warm. Und vor allem ist das immer so, da kommen die Fische vom LKW da rein und dann nach zwei Stunden sind die alle rausgerissen, weißt du? Und dann hab ich auch gesagt, Kajor war nicht hin. Vor allem nächste Woche hinfahren, nachdem es auch großes Wasser ist kälter. Dann gucken wir mal. Wir waren am ersten Tag im Wackelgarten auf dem Hinweg. Fand ich auch nicht schlecht. Aber es hat eine riesen Anlage, ne? Das ist schon ein anderes Angeln. Ja, das ist was Cooles. Ich mag das mit Spiro, weißt du, voll in der Klasse. Kann man schön mit Spiro angeln? Ich angle total gerne auch mit großen Spiros. Mit 30 Gramm habe ich voll Spaß dran. Langes Vorfach. Mach ich auch gerne. Ich auch ein paar Mal. Im Grunde die hier. Die habe ich, genau. Genau. Die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Die gleiche, die ist top. Ja. Ach, die sind genial, die Routen. Und die Rolle. Die beiden 2500. C2000S. C, ja. Zweimal. Genau. Ich hab einmal die Schwere von der Kette, die 5 bis 5 Gramm, ne? Das ist die 732, genau, die bis 5 Gramm ist. Damit kannst du eigentlich das Buhnfischen, geht auch gut. Das hab ich anfangs die ganze Zeit gemacht. Gehen wir langsam Fisch dran? Ja? Kann ich mehr. Geh's da hinten hin. Nimm sie mit, probier. Lass sie gerne da hinten hin. Komm, probier mal. Bis an den Zeiger nehme ich gerade mit, warte. Nein. Guck mal, ein Kescher mit sicherheitshalber. Könnt ja. Da haben wir mal die Stelle gewechselt, sind einmal um den halben See rum,
in den hinteren Bereich. Hier, ersten 3. Teil 2. Das muss im Winter ist immer alles voller Fische hier, können wir erkennen. Ist auch schön klar, das Wasser von der. Hier ist ein bisschen klar, es gibt das Wasser gedrückt für den Regen alles hoch. Ja, also, ja da, Goldforelle. Ein Goldi auf Jagd. Hier ist ein großer Wels, also ich habe ein paar so normale Wälse drin, hier ist auch ein großer, über 2 Meter. Der war schon früher drin. Schon Bestandsfisch, ne? Genau, und der, Alter, der kommt auch nicht mehr in der Höhe. Der hoch. Du siehst mit seinen Fühlern, kommt der hoch an der Oberfläche. Ja. Da geht er in den Schwarm rein und sorgt einmal weg, ne? Da siehst du, da hat er so einen 3-Kilo-Goldforelle im Maul quer. Geht er dann da an der Oberfläche. Also du kannst richtig sehen, ne? Schlüpft die weg, ne? Die steht an der Oberfläche, wie so ein Wasserspann steht da oben. Ich glaube, mache ich auch gleich. Zieh ich um. Ja, hier kann ich auch ganz gut Spoon fischen eigentlich noch. Denke ich auch. Ja. Hol deine Sachen, ich bleibe hier stehen lange. Dann hat man die Stellung. Ja. Nur jetzt wollen wir rein. Ich habe viel zu viel Zeug immer dabei. Ja. Kennst du ja wahrscheinlich, ne? Ich kenne das. Der Angelkollege rechts in der Ecke hat zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar gefangen. Hier kann man sehen, war er gerade im Drill. Also die Fische standen auf der Seite. Ich ziehe um. Da ist wesentlich mehr Fisch in der Ecke. Ja? Hm. Siehst auch, wie die am Jagen sind drüben. Boah, ist jetzt auch noch kein gefangen. Einen Biss gehabt, aber die stehen drüben. Was siehst du? Einmal Morgensport. Hast du jetzt mal oben treiben lassen, weil die kann man immer ganz da oben haben die Tasse. Die eine hat der Laste schon bekommen, wie ich die Sachen rüberholen war, die vor den Boxen liegt. Und die zweite hat er gerade im Drill. Wie gesagt, er weiß, wie es geht, er kennt seine Anlage. So muss das sein. Gerissen, ja. Gerissen. Wahrscheinlich. Die Lederroten hier, ey. Ich finde die immer noch geil, die Balzer. Ich habe davon noch 2 Stück von. Ich finde die so geil. Aber die eine mal leichter, die sind 55 Gramm noch nicht. Ich hab noch die Heavy Match. Die ist so geil geworden. Die Willy Frosch Heavy Match. Ja, genau, die gibt's leider nicht mehr, ja. Die habe ich auch dabei. Die hat damit eigentlich in Dänemark immer. Ja, mit Bombarde immer drauf drin. Ja. Davon hatte ich 2, dafür ist auch noch die Spitze am Arsch gegangen, kriegst ja keine Spitzen mehr. Am zweiten Angelplatz habe ich dann wieder mit der UL-Route begonnen, mit der Gummiroute. Als Köder habe ich einen Merlin 70 mm drauf gemacht von Serena Baits. Ich konnte beobachten, dass die Fische höchstens 7 bis 10 Meter vom Ufer weg standen, in einem kleinen Schwarm. Und mit dem kleinen leichten Köder konnte ich schön unter der Oberfläche den Gummi herzupfen. Drei Würfe später, auch direkt unter der Oberfläche, ist dann die erste eingestiegen. Thank you.
In der Szene könnt ihr sehen, dass die Forellen, beziehungsweise die Forelle, die hinterhergegangen ist, den Gummi immer nur ganz kurz mal gezupft hat. Das seht ihr gleich an der Rutenspitze. Die biegt sich ganz kurz und geht direkt wieder zurück in die Grundstellung. Das hat sie zwei, dreimal gemacht. Dann habe ich die Richtung mal gewechselt. Und selbst da ist sie nochmal nachgegangen, aber hat den Gummi nicht voll attackiert. Da die Forellen im hinteren Bereich recht nah am Ufer standen und weit oben konnte man sie schön auf Sicht anwerfen. Und ich sag mal, bei jedem dritten, vierten Wurf, wo man die Forellen auf Sicht angeworfen hat, kam auch der Biss. Leider blieb nicht jede kleben, weil die wirklich so spitz gebissen haben, dass der Haken manchmal nur im Maulwinkel oder vorne ganz dünn im Lippchen saß. So ist Angeln, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Dann habe ich nochmal gewechselt, den Merli nochmal runter gemacht, dafür den Crusher in 70 mm in pink-weiß. Hauptgedanke dahinter war, dass ein bisschen mehr Volumen da ist und die Fische den vielleicht besser packen, wie in so einen kleinen Köder. Probieren geht über Studieren. Letztlich hat sich die Ausdauer und halt das Vertrauen in den Köder wieder zum Erfolg geführt. Man muss manchmal wirklich mal vielleicht 10, 15 Würfe mehr machen und nicht immer direkt nach 3, 4 Würfen den Köder tauschen. Dann kommt man auch zum Fangergebnis. Gegen Nachmittag habe ich dann nochmal mit Spoon mein Glück probiert. In dem Fall war es ein 2,2 Gramm Spoon mit einer orangenen Rückseite und die Vorderseite war so ein leichter Beige-Ton. Auch hier habe ich wieder den Schwarm gesehen. Gott sei Dank war immer eine Goldforelle im Schwarm mit unterwegs. So konnte man sie relativ leicht ausfindig machen. Wieder angeworfen. Ich werfe meistens dann so 2-3 Meter über den Schwarm und ziehe dann entweder links oder rechts dran vorbei. Meistens versuche ich zu vermeiden, dass ich direkt in den Schwarm ziehe, um so nicht die Forellen aus dem Schwarm zu verschrecken. Selbst die Portionsforellen um die 500-600 Gramm haben gekämpft wie eine Kiloforelle. Hier kann man sehen, wie nah die Forellen wirklich standen.
Leicht kommt zu hoch und pflückt sich was von Oberfläche runter. Dann sollte ich noch mein persönliches Highlight an dem Tag haben. Ich habe dann wieder mit der Spiro-Rute geschleppt, 15 Gramm Spiro schwimmend drauf, 3 Meter Vorfach, 2 kleine Bleischrote davor, ungefähr 50 cm vom Haken weg. Und mit, ich glaube damals war es schwarz-orange, geschleppt. Der Biss fühlte sich auch echt komisch an. Die hat den genommen und ist stehen geblieben. Das heißt, sie hat gar nicht gezogen, sondern einfach nur den Köder aufgenommen, im Maul gehalten. Es dauerte bestimmt 5, gefühlte 10 Sekunden, bis der Fisch richtig abgezogen ist. Und hängt. Ja, wie gesagt, die hat den Köder genommen. Wahrscheinlich stand die Forelle zu dem Zeitpunkt mit mehreren in einem kleinen Schwarm, ist dann in ihrem Radius von einem Meter im Kreis geschwommen mit dem Köder, hat somit keine Schnur mehr von der Rolle gezogen. Und man konnte ja auf dem Bild sehen, dass sie erst gesprungen ist und dann hat sie Schnur gezogen. Typisches Beißverhalten, wenn sie im Schwarm stehen. Muss man den Köder echt liegen lassen, nicht weiterschleppen. Dann nimmt sie meistens richtig und dann hängt sie auch. Und wie sie genommen hat, hat sie ordentlich Radau gemacht. Kann man sehen, die hat wirklich Schnur von der Rolle gezogen, ist voll in die Bremse eingestiegen. So macht das Spaß. Jetzt kommen bestimmt wieder 20 Kommentare im Anschluss des Videos, deine Rolle ist zu weich eingestellt, machst nur Show, Leute, nein, die Bremse ist genau richtig eingestellt, ich verliere über das ganze Jahr im Drill keine 5 Fische, glaubt's mir. Aber ganz langsamer Biss, und stehen geblieben, nicht weggeschwommen, ganz langsam. Zumal verwende ich auch in Vorfachstärke. Zu der Jahreszeit zwischen 0,16 und maximal 18. Wenn ich dann natürlich, wie es andere machen, mit dem 0,20er Vorfachangel, dann kann ich die auch ranpumpen wie einen nassen Lappen. Nur das ist A für den Fisch nicht gut, dann reißen sie oftmals ab. Ich fange oft genug über das ganze Jahr Fische, die haben noch Vorfächer in der Schnauze. Stellt die Bremse vernünftig ein, lieber einen Ticken zu weich und ihr habt mehr davon und ihr schont auch die Fische damit. Das ist eine gute. Das ist eine schöne. Petri, Dank. Die ist gut. Sind sie wieder weg? Hm? Nee. Alle hart erarbeitet.
Bis. Da, wo die Jungs geangelt haben, ne? Das war dann die nächste auf Powerbait geschleppt an der Oberfläche. Gegen 4:30 habe ich dann so langsam schon mal mein Zeug zusammengepackt. Ich hatte noch eine kleinere Wegstrecke vor mir bis nach Hause. Rundum war es echt ein klasse Tag, hat mega Spaß gemacht. Mit dem Lasse war ich direkt von Anfang an auf der gleichen Wellenlänge unterwegs, haben uns gut verstanden, sehr interessante Gespräche geführt, auch über das Angeln in Dänemark, über Teichanlagen. Hat wirklich Spaß gemacht. In dem gelb markierten Bereich standen heute die Fische. Das waren quasi die Hotspots an dem Tag. Eine von 3 Kilo konnte ich landen, eine Lachsforelle kleine und normale Portionsforellen. Die Möglichkeit, etwas per Lieferservice zu bestellen, geht auch. Somit war das Mittagessen gesichert. Ich hoffe, ihr habt mit dem Video Spaß gehabt, es hat euch gefallen. Bleibt gesund, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.